Also was für mich wichtig ist, es braucht ja drei Dinge, haben wir da gesehen. Es braucht eine motivierte Person, die wieder arbeiten will, die sich wieder integrieren will. Es braucht einen Arbeitgeber, der bereit ist, dieses Abenteuer mit einzugehen. Und wir haben auch gesehen, es braucht Unterstützung außerhalb dieser beiden Personen. Was aus meiner Sicht hier ein Auftrag ist, dass uns als Versicherer in dieser Tätigkeit quasi koordinierend mitzuhelfen. Und zwar einfach. Und es muss einfach sein, einfach und nochmals einfach. Also ich komme aus der BV-Seite, aus der beruflichen Vorsorge, und wir haben des Öfters gemeinsame Maßnahmen mit einem Krankentag halt versichert. Das funktioniert nur, wenn man Vertrauen hat. Die Beziehung zum Vorgesetzten oder die Beziehung des Vorgesetzten zu seinem Team, zu seinen Arbeitnehmern, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dort, glaube ich, müssen wir ansetzen. Wenn der Patient nämlich, also wenn der Mensch krank ist, dann wird es viel, viel schwieriger. Also ich glaube, wir müssen extrem viel mehr in die Prävention stecken. Arbeitgeber sind keine Spezialisten für psychische Erkrankungen. Selbstverständlich nicht. Das ist nicht ihr Kerngeschäft. 90% der Arbeitgeber in der Schweiz beschäftigen weniger als 15 Leute. 99% sind KMUs mit weniger als 250 Beschäftigten. Das ist völlig klar, die haben das Know-how nicht. Arbeitsunfähig, abgestempelt auf immer und ewig. Wir haben heute gelernt, das muss nicht sein.